Bonjour, ich bin Yvette Maurice und ich freue mich, euch ein Märchen aus meinem letzten Buch vorlesen zu können. Es heißt Märchen für dran zu beißen, mit Rezepten aus verschiedenen Kulturen und das ist der zweite Band. Ich weiß nicht, der Piet Feier hat alle Märchen illustriert und es kommt am SNE Verlag raus. Ihr könntet beim SNE zu Bonnefisch oder an a Librairie kaufen oder bestellen. An lo geht et los. Ich lese nich lo Märchen wie den Hennes zu Glück kommt, das sind international Volksmärchen, dat ich neu erzählt tun fir. Et war emol für langer Zeit eng Ahrenbauere Frau, die hat mit ihrem Jungen an engem klengen Dorf gewohnt, ganz heich am Norden von eisem Land. Die Frau hat viel an Hart müssen schaffen, für sich an ihre Jung über Wasser zu halten. Ihre Mann war für un enger Rutschjure gestorben und hat hier außer engem Gemäßgart an ein paar Hänger nicht viel Hanna los. Ihre Bauf hat Hennes geheischt. Viel Leid am Dorf hun hier für mei dumm wie sein Fäß gehalten. Hier war ungeschickerlich, a vieles, wat hien ugepackt huet, as schief gangen. Aber hier war immer gut gelaunt, an er war immer hilfsbereit, an er nas unbeschwert an den Dach ergangen, bis sing Mam him enges Dachs gesot huet, so mol Hennes, et gött so lös Zeit, dass du Suhe verdenkst. Maren, gehst du mol a menger Platz ob de Markt eher verkaufen. Denn Hennes, die war begeistert und hat sich zufrieden tan gerieven. Mit einem Kurs voll Eier, als hier den Dach drup ob de Markt gangen. Und hat doch nicht lang gedauert, du hat hier sein Eier alle Guten verkauft und dann hat sich ob den Heimweg gemacht. Zuen, die hier verdient hat, die hat hier von einer Hand an die andere gestummt und dann hat dabei gepafft und gesungen. Und wenn das immer mehr neuschnitzig ging, an der Bankkeier hat er nur gefangen, zu und an die Luft zu gehen, doch immer. Und er hat auch gefangen, um zu jonglieren. Aber was hat müssen geschehen, als geschieht. Und als er wird ein Steg getrollt, ob nüs gefallen, lucht er umweh. Und wo Zuen hier gefallen waren, das wusste er nicht. An hier hört sie auch nicht mehr rum von dem heiße Gras oder am Bulli. Wenn du heim ukomm, a weder er noch Sohn hat, du wollt sing mam wissen, wat da geschieht für. Denn Hennes wird hier langer Bred erklärt. Am du no, war der Deivel lass. Sing mam, die hat hier Schimmeler Bläs vernannt. Ma du Topschang du! Geht danach, wo kannst du dann nimmen zuen an den Hahn halen? Du hast den Suhe müssen an Tasche stierchen. Maren gehste bei de Bauer neef der Kirch Kohiden. Sei Kohiert as nämlich krank. Den Hennes huet sich zufrieden tan gerieven. Anders den Dach drup bei de Bauer neef der Kirch Kohide gangen. No po dich, du war sehr kei hier drum gesund, an hüt sing abischnis iwerholl. De Bauer so zum Hennes, guck Hennes, hei kriegst du von mir 2 Pond frische Butter. Als Lohn für den Abischt. Hol denger Mamse mit heim, a vergiss nit, hier e scheine Bonjour von mir zu soen. Denn Hennes war nit mei wie haufrisch, iwert sei selber verdingte Butter, und hat sich fest viergeholt, das Käier verlieren ich nicht mehr. Und hat an all Boxen Tasch 1 Pond Butter gestach. Los, mein Mann bestimmt froh, wenn ich hier mein Lohn weisen. Gott sei Dank, sie mein Tasche schön groß. Wie hier du heim ukomm, war die Butter geschmolt. An as him Bein ruf an schon gelaf. Sing Mam, die war entsat. Wo kann i nimmen so dumm sein?
Du hast de Buttermisen an eng Papaya als Tutstierchen. An se an der Hand drohen. Mehr Geste bei de Bauern nicht dem Bäcker Holz haben. Den Hennes hat sich zufrieden Tann gerieven. An as 3 Dich lang bei de Bauer nicht dem Bäcker Holz haben gegangen. Das Käja krutieren als Lohn in alt Hong. Dat kein Eherbe kommt lehen. Und den Bauer so zu ihm, Ding Mam kann net kachen, an ich e gut Essen du mat machen. Den Hennes huet vom Bauer nief dem Bäcker ein paar Bayers Tut gefroht, an as mam Hong fortgangen. In der Weh huet den Tong an Tut gestach. Mit Tong huet sich an der Tut so lang gewirrt, mit de Fliliken um sich geschloen, am am Schniewel Tut zerpickt, bis de zerfatzt war. Et aus dem Hennes aus den Hen iwer deng niedrig Heck geflattert, an as sehr fortgedabbert, iwer dem sitze Spatter beklotet. Den armen Hennes aus schön zerpickt an deprimiert bei seiner Mam ukomm. Sie huet Tann iwer dem Kopf ze Summe geschloen, an huet gesot, wat as da nimme geschieht, Hennes, du arme Jung, du. An du huet den Hennes hier alles erzählt, an du so zing Mam, du hast dir missen e Seel am Platz von enger Tut frohen, du hast missen Tong um Seel heemfeieren. Wat bast du doch nimme für en Dreibiez? Mehr gehst du bei de Bauer nief dem Schmatt, an hülfst ihm Grumbrunne rausholen. Den Hennes wird sich zufrieden Tann geriefen, an as 4 Dich lang bei den Bauer nief dem Schmatt an Grumbre gegangen. Als Lohn gruten e große Sack Grumbren. Und hat sich immens darüber gefreut. Und hat sich auch ein dick Seel vom Bauer gefroht. An der Seel hat ihn und der Grumpre gestrickt. Und hat ihn den Sack über den Boden heimgeschleift. Wenn du heim auch komm, war ein Loch am Sack. Und ein Rutsch Grumpre war in einer Weh verstreht gehen. Wo ist du da Kegel hier? Du hast den Sack müssen ob deinem Rick drohen. Geh direkt die Grumpren abrafen, die's denn a weh verloren hus, hat sing Mam gesot. Ma gehst du bei dem Müller schaffen. Den Hennes hat sich nicht zufrieden Tann gerieven, anders den Dach drop bei dem Müller schaffen gegangen. Du hat denn 2 Wochen lang müssen schwer Säck kehren, a Mehl, an Mielen ran, an is rausschliefen. An als Lohn für sein Deschlang Ploerei, a für sein Wehe Rick, Krutien, vom Müller, ein Esel geschenkt. An du so de Müller zu ihm, he kriegst du von mir mein alen Esel, in asse Welt zu schwer, für mein schwerer Säck zu drohen. Ding Mam, der ist bestimmt froh, wann hier'n hiet gemäß an der, ob de Märch dreht. Den Hennes huet Merci gesot an huet sich mam Esel ob den Heimweg gemach. Knaps war hier von der Mille fort, huete sich den Esel mit viel Gekeims an Gejemers ob d'Schöller geluscht an ob de Rick geluscht an as gebickt durch Dorf gangen an huet sich gefreht, dass der Müller nicht weit weg von ihm daheim gewohnt hat. Die Leute auf der Straße, die haben sich gebeten vor Lachen, weil sie hier mit dem Esel um Rick gesehen haben und sie haben den Gag mit ihm gemacht. Da je, Hannes, geht es nicht mehr sehr, haben alle Mann aus dem Dorf gesagt. Soll ich dir nach mein Kuh ob der Rick dabei lehen? Hat eine Jungfrau gefroht, als ich vor lauter Lachen Tränen aus den Augen gewischt.
Für wat keimst du dann so? Bei dem Plummegewicht do, huet e Bauer von Urwen Ruf gesot, an ob de Boden gerotzt. Hennes, 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 du packst alle, Hennes, Courage, du müsstet alle weiter so, Hennes, huet e vu singen Schulfrön geruf, a gelacht dabei. Denn Hennes huet sich nit mehr de Leid hiert gestüppels gekümmert, an en as ohni umzugucken, weiter geschlach. Ob singem Heimweh, kum hier beim reichste Bauer vom Dorf singem Haff lernscht. Den hat eng Durchster, die war wunderschön alleif. Aber dat armt Mädchen konnt kein Wien verzeihen, hat konnt net lachen und hat immer nimmen echt und traurig dra geguckt. De Bauer, die war do wenst so traurig, dat hien Alfred um Liewe verlor hat. Hien hat du gekönnischt, dat dem Mann, die sing durch da und lache kriet, sein Hof kennt überholen. Aber nimmen war sing durch, dass sich wild Martin besturden. Wie den Hennes lernt dem reiche Bauer sein Hof mam Esel um Rick geschlappt aus, du stung dat jung Mädchen grad bei der Fenster rauszugucken. Wie hat denn Hennes gesucht? Du Krut hat fürchterliche Lachkrämpchen. Sein ganz Gesicht hat sich vor Lache verzun, an Träne sind im Backen raufgelauf. Sein Papp kam herbeigelauf und hat gestrahlt. Zun war endlich ob singem dichtigen Haff obgangen. Den Hennes an die Jungdurchter hun sich ob den echten Blick an den Neffe verleift. Nur engem Joa gauf Hochzeit gefeiert, an den Hennes, a sing Schäfra, hu nach lang Lieven a voller Leift a Lachen genoss. Du gliebst mir die Geschicht heinet. Da los, dass se fu Mädchen singer Urgroßmam nach ein Keier erzählen. Sie war dabei, wie Mädchen so hart an herzlich gelacht hat. A wie Hochzeit mit viel Pomp gefeiert gin as. Wie den Hennessinger Mam Grumprin, die aus dem Loch vom Sack geholt waren, heimbrücht hat, du hört sie ihm als Merci Pizza Grumprin am Schäfsche Gebäck. Die sind einfach nur zu machen, aber schmachen außergewöhnlich gut. Ich weiß nicht, Lohai, wie die Pizza-Grumprin ausgesehen. Du siehst das. Am Buch, du hast ein Rezept, wie ich die kann machen. An wat sing Mam mit dem Hong, die kein Ehe, der kein Ehe mehr gelöscht hat, gemacht hat. Das weiß nicht, ob das so seid. Das sind Pasteten. Die hat ja meistens allkant und noch viele Wurzeln ganz, ganz gern. Auch hier fand das Rezept am Buch davon. Und nun weiß ich nicht, nach vier aufzuschließen, wie der Piet Weyer die Illustrationen zu diesem Märchen gemacht hat. Hier sieht er Schritt für Schritt dem Hennes seine Etappen zum Glück bis zu der Hochzeit, der jemand dem Leben freundlichen, schönen Mädchen mit der Durchstar vom Bauer konnte feiern. So, ich hoffe, das Märchen hat euch gefallen, aber vielleicht, ob die anderen 12 Märchen aus diesem Buch 40 gemacht. Ich sage euch Adi und wünsche euch noch einen ganz flotten Tag.